EA Pro Productions liest Hans Dominik, Der Brand der Cheops-Pyramide. Heute Kapitel 60. Wir wollen 24 Stunden warten, Malte, ehe wir Schritte um Modeste tun, hatte Mette gesagt. Iversen hatte eine schlaflose Nacht hinter sich, hatte vergeblich gehofft, Modeste würde zurückkehren. Am nächsten Morgen war er schon mit der Sonne aufgebrochen, hatte alle Hotels in der Oase bei den Pyramiden besucht, nach Jolante von Krasküll gefragt. Ein einziger Gedanke, der ihn beherrschte: Wo Jolante ist, muss auch Modeste sein. Indes vergeblich all sein Suchen. Er war nach Kairo gefahren, dasselbe. Alle Hotels in fremden Pensionen hatte er durchforscht, keine Spur von Jolante. Ein paar Mal hatte er auch vor dem Polizeigebäude gestanden, überlegt, ob er nicht die Hilfe der Behörden anrufen sollte. Immer wieder hatte er den Gedanken verworfen. Immer wieder war das Gesicht jenes Polizeibeamten, mit dem er gestern gesprochen, vor ihm aufgetaucht. Immer tiefer wurzelte der Verdacht in ihm, dass der hinter seinen leeren Reden die Wahrheit verbarg. Die Hilfe des Konsulats in Anspruch nehmen? Überflüssig. Das würde sich ja auch nur der Polizei bedienen können. Längst hatte die Sonne den Höchststand überschritten. Erschöpft stand Iversen im glühenden Sonnenbrande in der Hauptstraße von Kairo. Aussichtslos. Genug für heute. Seine Kräfte waren erschöpft. Er winkte ein Auto herbei, stieg ein. Nach dem Splendid Hotel. An der Straßenkreuzung mussten die Wagen halten. Als die Passage wieder frei, sah er neben sich einen Privatwagen kurze Zeit mit dem seinen auf gleicher Höhe. Es war ein schweres, luxuriöses Gefährt. Unwillkürlich schaute er näher hin. Jetzt sah er das Profil des Chauffeurs. Die Erinnerung an einen Tag, da er dasselbe Gesicht gesehen? Vergeblich grübelte er. Und doch, besondere Umstände knüpften sich an die Bekanntschaft mit diesem Gesicht. Da, jetzt wusste er's und im selben Augenblick auch, was sich damals damit verband. Die Dame, die damals darin fuhr, Jolante. In Madrid war's, in der Cal Alcantara. Er beugte sich vor zu seinem Fahrer. Dem leeren Wagen da vor uns nach. Der andere fuhr in schnellem Tempo aus der Stadt heraus über die Nilbrücke und nahm die Route nach den Oasenhotels. Sollte Jolante doch da draußen wohnen, vielleicht unter anderem Namen? Es fuhren viele Wagen in der Richtung der Oase. Gut für ihn. So war nicht zu befürchten, dass dem voranfahrenden Wagen seine Verfolgung auffiel. Aber jetzt, der bog noch vor der Oase in einen Seitenweg ab. Wo fuhr er hin? Der Weg führte auf den Nil zu, an dessen Ufer an dieser Stelle nur ein kleines Lustschlösschen der ägyptischen Königsfamilie. Kein anderes Ziel für den Wagen. Ihm folgen? Unmöglich. Er sprang auf, rief dem Chauffeur zu: »Splendid Hotel, schnell!« Noch im Pfaffen warf er dem ein Geldstück zu, sprang heraus, eilte ins Hotel. War mit ein paar Sprüngen beim Fahrstuhl. Zum Dachgarten. Der Lift sauste in die Höhe. Iversen eilte an die Balustrade, kniff die Augen zusammen, schärfer zu sehen, sah. Da fuhr der andere, fuhr in das Tor des Schlösschens ein. Während Iversen noch überlegte, sah er, wie sich dort drüben das Tor hinter dem Wagen schloss. Er überlegte scharf. War dieser Chauffeur noch in Jolantes Dienst, dann durfte er mit Sicherheit annehmen, dass Jolante dort im Schlosse wohnte. Und Modeste? Er vergaß alle Müdigkeit. Fieberhaft liefen seine Gedanken. Was weiter tun? Wie in jenes Schlösschen kommen? Er erwog tausend Möglichkeiten und verwarf alle. Nur den einen Weg sah er, ein Boot nehmen, auf ihm den Nil hinabfahren und von der Wasserseite her unbemerkt Beobachtungen anstellen. Eine halbe Stunde später trieb ein Boot, dessen Insasse lag ausgestreckt unter dem Sonnensegel, langsam auf der trägen Flut den Fluss hinab, an dem Schlösschen vorbei. Schon zum zweiten Male jetzt, ganz vergeblich die erste Fahrt. Jetzt war das Boot wieder auf der Höhe des Schlosses angekommen, da warfen es die Bugwellen eines großen Sudandampfers, der stromaufwärts ging, aus seiner Fahrtrichtung. Vergeblich riss Iversen am Steuer. Die Wellen warfen ihn beinahe hart an die Kaimauern des Schlossgartens. Nur mit Mühe unterdrückte er einen kräftigen Fluch, der ihm auf den Lippen schwebte. Nun war es wieder vergeblich.
Die hohe Kaimauer verhinderte jeden Blick auf die Fenster des Baues. Jetzt trieb er unter den tief hängenden Zweigen einer Tamariske hin. Da hörte er Stimmen von oben, ein Mann und eine Frau im Gespräch. Sie mussten direkt über ihm an der Balustrade sitzen. Die Stimme Jolantes. Er kannte sie von Biarritz her. Der Mann, hatte er richtig verstanden? Mein Prinz, redete sie ihn an. Er griff in die Zweige der Tamariske, hielt das treibende Boot fest, lauschte aufmerksam. Jetzt sprach Jolante wieder. Schon zweimal versuchte ich, mit ihr zu sprechen. Sie gibt mir keine Antwort, weist mich ab. Mein Brief scheint bei ihren Freunden auch nicht genügend gewirkt zu haben. Das Polizeiamt meldete heute Morgen, dass ein Herr aus Haders Gesellschaft dort schon gestern den Vorfall gemeldet und um Unterstützung gebeten habe. Ich weiß nicht, mein Prinz, ob Modeste ihre Sinne je ändern wird. Wollen Sie damit etwas sagen, Jolante, dass wir sie zurückkehren lassen sollen? Niemals. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Wir nehmen sie heute Nacht mit nach Madrid. Das Weitere, was sie noch sprachen, blieb ihm größtenteils unverständlich. Sie redeten von Apparaten, von einem Imeser. Nur der eine Gedanke in ihm, wie hier unbemerkt fortkommen. Seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Endlich hörte er, wie beide aufstanden, sich entfernten. Vorsichtig schob er sich an der Kaimauer weiter, hielt sich so dicht wie möglich am Ufer im Schutze des Röhrichts. Erst eine Strecke flussabwärts wagte er es, zu den Rudern zu greifen. Mit raschen Schlägen trieb er zur Anlegestelle der Boote. Ich